Österreich. Ein Land mit unterschiedlichsten klimatischen Verhältnissen. Hier hat die Schaf- und Ziegenzucht eine lange Tradition. Heute erfüllen Österreichs Zuchtschafe und Zuchtziegen die höchsten Standards. Was steckt hinter dieser hervorragenden Qualität der Tiere? Einer der Gründe ist die bäuerliche Kleinstruktur, die eine naturnahe Haltungsform gewährleistet. Dazu kommen Qualitätsprogramme und effektive Kontrollen. Und engagierte Züchter, die mit Herz bei der Sache sind. So vielseitig wie die Landschaft und so einzigartig wie die Produkte sind die unterschiedlichen Schaf- und Ziegenrassen in Österreich. Sie werden entsprechend ihrer Eigenschaften und der Haltungsbedingungen eingesetzt. Wir unterscheiden folgende Rassegruppen: Bergschafe, Gebirgsziegen, Landschafe, Milchziegen, Milchschafe sowie Fleischschafe und Fleischziegen. Landschafrassen, ob kleinrahmig oder groß gewachsen, passen sich speziell an bestimmte Regionen an. Die Hauptrasse ist das Merino-Landschaf. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Fruchtbarkeit und eine hohe Fleischleistung aus. In der Fleischproduktion wird das Merino-Landschaf in Reinzucht genutzt. Die reinweiße Wolle ist von guter Qualität und bringt hohe Erlöse bei Wolle und Haut. Merino-Landschafe passen sich den örtlichen Gegebenheiten nicht nur perfekt an, sie sind auch äußerst standorttreu. Das Merino-Landschaf eignet sich hervorragend für eine mittlere bis intensive Nutzung. Speziell in der Koppelschafhaltung bietet es sehr, sehr gute Voraussetzungen und Eigenschaften. Der Einsatzbereich geht von der Landschaftspflege bis zur Nachbeweidung. Hier ist diese Rasse prädestiniert dafür. Der Konsument verlangt kontrollierte Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft. Durch die doppelte Tierkennzeichnung sind die Daten der österreichischen Schafe und Ziegen ein Leben lang rückverfolgbar. Der Weg vom gesunden Tier zum gesunden Lebensmittel wird in Österreich durch Gesundheitsprogramme und Leistungskontrollen gefördert. In der Milchproduktion werden neben der Fruchtbarkeit die Milchmenge und die Milchinhaltsstoffe wie Eiweiß und Fett kontrolliert. Die entnommenen Proben werden exakt dokumentiert und in einem zertifizierten Prüflabor analysiert. Die zentral gesammelten Daten sind für den Züchter jederzeit verfügbar. So sind sie eine wertvolle Hilfe für die Optimierung der Fütterung und die laufende Qualitätssicherung der Milch. In der Fleischleistung werden die täglichen Zunahmen, die Fleischigkeit und der Verfettungsgrad mittels Ultraschall erhoben und dokumentiert. Weitere wichtige Maßnahmen zur Qualitätskontrolle sind die Lebendtierbeschau und die Fleischuntersuchungen in den Schlachtbetrieben. Wie in der Milchproduktion werden die Fleischleistungsdaten zentral gesammelt. Sie dienen der Qualitätssicherung genauso wie die Führung der zentralen Herdbuchdatenbank. In ihr sind die Herdbuchtiere, also alle für die Zucht geeigneten Tiere, eingetragen. Diese Datenbank dient einerseits der Abstammungssicherung, andererseits als Grundlage für die Zuchtwertschätzung für Schafe und Ziegen.
All diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die gesteckten Zuchtziele erreicht und die Qualität in der Lebensmittelproduktion gesichert werden kann. Daher schätzen immer mehr Konsumenten die natürlichen Produkte der österreichischen Schaf- und Ziegenzucht. Und die naturnahe Haltung dieser Tiere sichert auch unsere vielfältige österreichische Kulturlandschaft.